Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video machen wir ein Tinder-Experiment. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist und so, ne, dann bitte abonnieren, ja. Und wenn du Bock hast, folgt mir auch gerne auf Instagram. Ihr wisst, wie das Spielchen läuft, Leute. Heute gibt es ein Video, was eher ein bisschen Freestyle werden wird. Ja, liegt mir auch besser. Normalerweise habe ich immer so ein paar Stichpunkte, aber heute geht es komplett Freestyle ab. Leute, wir hatten jetzt vor 2 Tagen einen kleinen Männerabend, ein bisschen Fußball geschaut und anschließend haben wir natürlich auch, wie das so ist, ja, über Frauen gesprochen. Der eine hat so erzählt, was er gerade für Dates am Start hat, was für Tinder-Matches er hat und so. Und da kamen wir auch auf dieses Gespräch, ja, sind Frauen wirklich nur darauf aus, ja, so Fame-Bitches, Golddigger-Style, wollen die tatsächlich nur fett Cash haben, ja, ein fettes Auto haben vor der Tür, eine fette Rolli am Arm, oder achten die Frauen tatsächlich auf die inneren Werte, was hat der Kollege studiert, ja, ist der Typ einfühlsam und so. Und da haben wir echt lange drüber diskutiert und haben gesagt, komm, jetzt machen wir dazu mal ein Experiment. Und der eine oder andere weiß vielleicht, ich arbeite als Commercial Model und habe dementsprechend auch relativ viele verschiedene Bilder, also verschiedene facettenreiche Bilder. Und ja, ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht. Wir werden nämlich jetzt 2 Profile erstellen mit mir drauf. Einmal als Student, ja, und einmal als Jungunternehmer Babu-Style. Und bei den Studentenbildern, schaut es euch mal an, da habe ich natürlich Studentenbilder ausgewählt. Ich fahre mit meinem Fahrrad durch die Gegend. Ich habe natürlich viel Spaß mit meinen Freunden, gehe auf Partys und feiern. Und ja, bringe halt diesen Studenten-Lifestyle einfach komplett rüber. Und auf der anderen Seite habe ich Fotos rausgesucht, da haben wir noch extra ein paar Fotos geknipst. Natürlich ja vor einer fetten Karre, vor einem Porsche, wie ich im Porsche natürlich auch fahre. Und da bringe ich natürlich den Babu-Style rüber. Ich habe Cash in the Tash, läuft bei mir. Und schauen wir am Ende des Tages mal, worauf die Frauen am Ende des Tages tatsächlich anspringen. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist ja safe, klar, normal, auf den Porsche-Typen, ja. Und da würde ich sagen, ist nicht zu 100% der Fall, ja. Weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, es könnte natürlich auch sein, dass zum Beispiel Frauen auf Tinder rumtindern, ja, Frauen auf Tinder rumtindern, ja. Die tindern natürlich auf Tinder rum, was denn sonst? Okay. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein, oder? Auf jeden Fall. Und dass die zum Beispiel vielleicht dann die Fotos mit dem Porsche sehen oder den Jungunternehmer Babu-Style sehen und denken sich vielleicht so, wow, krass, der Typ, der ist gar nicht in meiner Reichweite, den brauche ich gar nicht, das antindern, das klappt sowieso nicht. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass halt Frauen sagen so, wow, krass, nee, der spielt nicht in meiner Liga, so der ist schon so weit oben, da traue ich mich gar nicht erst ran und tindern den gar nicht erst an. Und deswegen vielleicht der Student vielleicht mehr Chancen hat. Vielleicht, ihr kennt das ja vielleicht im Club, wenn zum Beispiel, wenn ihr im Club seid oder so und da ist eine Frau und die spielt einfach nicht angesprochen, ja, weil alle Leute wahrscheinlich denken so, wow, das ist voll das Topmodel, so die traue ich mich gar nicht anzusprechen, die spielt eine andere Liga als ich, ja, die spielt Champions League und ich spiele Euro League, da brauche ich gar nicht anklopfen an der Tür, so, weil die wird mir eh einen Korb geben. Und aus dem Grund, ja, könnte ich mir vorstellen, dass der Student nicht so schlecht abschneidet. Und an dieser Stelle, was auf jeden Fall wichtig ist, seht ihr auch mal an den Fotos. Ich habe auf jeden Fall Fotos ausgewählt, wo man halt auch so verschiedene Szenarien hat, obwohl man vor allen Dingen auch ein natürliches Lächeln hat. Sowohl der Typ, der Babu-Style-Typ, der Jungunternehmer, der fett Cash in the Tash hat, als auch der Student. Das ist an dieser Stelle echt mega, mega, mega wichtig, ja. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr versucht, ein Date zu klären oder halt auf Tinder unterwegs seid, dann habt auf jeden Fall ein Bild dabei, wo ihr natürlich lacht. Ja, natürliches Lachen, ja, muss einfach sein. Finde ich mega, mega wichtig, weil ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ihr könnt zum Beispiel eine Olle kennenlernen, ja, die ist die brutalste Maschine überhaupt. Ja, vom Aussehen, Fahrgestell, Bombastico, ja, alles Champions League. Ey, hast du einen geilen Arsch? Aber dann hat die überhaupt keine freundliche Art an sich, die lacht nicht, ja, und dann ist die schönste Person der Welt einfach mal wieder krass. Scheiße. Also wenn du halt keinen schönen Charakter hast, ja, oder keine schöne Ausstrahlung hast und das nicht rüberbringst, dann wird es halt schwierig. Und deshalb ist es mega, mega wichtig, dass wenn du auf Tinder am Start bist, ja, dass du auf jeden Fall auch ein schönes Bild am Start hast, wo du ein schönes, natürliches Lächeln rüberbringst und eine natürliche Ausstrahlung hast. Schreibt euch das hinter die Ohren, falls ihr ein Tinder-Profil macht und euch Frauen klären möchtet auf Tinder. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein, oder? Auf jeden Fall. Dann auch bitte ein Foto haben, wo ein natürliches, schönes Lächeln rüberkommt. Und aus dem Grund habe ich sowohl bei dem Studentenprofil so ein Bild ausgewählt, als auch bei dem Babu-Style-Typen so ein Bild ausgewählt, wo beide halt lachen. Und Leute, falls ihr auf meinem Channel
noch mehr Dating-Tipps haben wollt, ja, also zum Thema Dating, wenn ihr da was sehen wollt von mir, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare rein oder Hashtag Dating, dann mache ich gerne nochmal einige Videos zum Thema Dating. Also wenn ich was studiert habe, neben meinem Bachelorstudium, Masterstudium, dann habe ich auch Frauen studiert, ja, der selbsternannte Frauenexperte. Richtig. Nein, Spaß beiseite, aber falls ihr tatsächlich einige Dating-Tipps von mir haben möchtet oder einfach so generelle Videos zu diesem Thema, schreibt es einfach in die Kommentare. So Leute, genug geschnackt. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich lege jetzt mal die Tinder-Profile an. Ist auch ein perfektes Timing. Wir haben gerade Freitagmittag, ja, 12 Uhr Freitag. Ich werde das ganze Wochenende jetzt durchtindern, was das Zeug hält. Und ich bin gespannt, wer am Montagmorgen die meisten Matches bekommt. Entweder der Porsche-Typ oder der Student. Und wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, dass der Porsche-Typ zu 100% gewinnt. Aber Leute, schauen wir mal. So Leute, das Profil vom Jungunternehmer, vom Babo-Typen Alexander ist erstellt. Schauen wir uns mal an. Also Leute, Alexander, 30 Jahre alt, Jungunternehmer. Ich liebe es zu reisen und neue Städte und Länder zu entdecken. Weekend heißt für mich Porsche fahren, ja Leute, was auch sonst. Fitness-Freak und Foodlover. Ja, ich liebe gutes Essen und liebe gute Restaurants. Habe viel Humor, lache gerne und freue mich über Adventures und Spaß. Ja, natürlich über Adventures und Spaß. Aus dem Grund sind wir natürlich auch auf Tinder. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein. Auf jeden Fall. Speichern und das erste Foto ist natürlich das Foto mit dem Porsche voll auf die Fresse. Wir wollen die Golddigger-Bitches ja anziehen mit unserem Porsche. Mal schauen, ob das Ganze auch klappt. Und jetzt wird das Tinder-Profil von unserem Studenten erstellt und ich will mal sagen, wie nennen wir ihn denn? Florian. Nennen wir ihn einfach mal Florian. Also, Florian, der Student. Let's go. So, das ist Florian. Ich bin Flo und studiere in Stuttgart. Liebe es zu feiern und mit meinen Kommilitonen essen und trinken zu gehen. Ja Leute, richtiger Studenten-Lifestyle. Cruise mit meinem Fahrrad durch die City, liebe es Sport zu machen und mag Städtetrips durch Europa. Ja, so wie sich das für einen Studenten gehört. Und bin natürlich immer bereit für neue Abenteuer. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein. Auf jeden Fall. Ja, wie der andere Kollege auch. Und so sieht Florian aus. Süß, oder? Also, wenn einer einen Studenten-Lifestyle rüberbringt, dann der Florian. Wahnsinn. So Leute, also beide Tinder-Profile sind jetzt angelegt und jetzt wird das Wochenende durchgetindert, würde ich sagen. Und dann schauen wir tatsächlich mal am Montag, wer mehr Matches bekommen hat. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns am Montag. Ey Leute, noch ein Tipp an dieser Stelle, ein Tinder-Tipp, ja. Ich reg mich schon auf, wenn ich diese Frauen gerade alle Tinder. Ey, macht niemals, aber auch niemals ein Gruppenbild, ja, als Tinder-Profil, Bild rein, niemals. Weil woher soll ich wissen, welche Frau oder welcher Typ denn du bist, ja, wenn du am Tindern bist. Ey Leute, ich glaube es nicht. Wie Frauen oder generell wie Menschen, ja, Menschen, scheißegal wer, ob Frau oder Mann, wie die einfach eine Pizza als Tinder-Profilbild machen würden. Ich zeige euch das mal. Real Story. Seht ihr das? Sie hat einfach als Profilbild eine Pizza und ihre Hände. Das geht doch nicht. Also Leute, mein Tipp an dieser Stelle. Sowas macht ihr auf gar keinen Fall, wenn ihr seriously mal irgendeine Frau tindern wollt. Gar keinen Fall, ja? Bitte nicht. Und macht kein Bild rein von eurem Haustier oder von euren Füßen oder von irgendwelchen Körperteilen. Das geht doch nicht. Weil Leute, man will das Gesicht sehen. Face to face, okay? So, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt haben wir den Tag der Wahrheit. Let the show begin. Leute, das ganze Wochenende wurde durchgetindert. Aber bevor es jetzt mit dem Ergebnis losgeht, Leute, muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Denn es gab ein paar Problemchens. Und zwar, das erste Problem, was aufgekommen ist, war folgendes. Wie jeder Mensch hatte ich auch schon mal ein Tinder-Profil. Und ich habe halt mich verifiziert mit meiner Handynummer. Und Tinder hat anscheinend gecheckt, dass das ein in Anführungsstrichen Fake-Profil ist, der vom Pornoprinz vom Alexander, ja. Und aus dem Grund gab es keine Matches. Dann habe ich einen Kollegen angerufen, der gerade frisch verheiratet ist, gerade frisch ein Kind bekommen hat und habe ihn gefragt, so Digga, kannst du mir aushelfen? Ich mache gerade so ein Experiment hier, hast du Bock? Und mit Erlaubnis seiner Frau durfte er dann, ja, das ganze Wochenende durchtindern. Er hat dann das Profil vom Pornoprinz, vom Jungunternehmer, vom Alex genommen und ich habe den Studenten genommen. Übrigens habe ich am Wochenende so ein paar Leuten das Experiment erklärt und erzählt und habe dann auch tatsächlich noch eine Kiste Bier verwettet und zwar auf den Studenten, ja. Also da könnt ihr mal sehen, dass ich tatsächlich glaube, dass der Student gewinnt. Wie haben wir das Ganze am Ende des Tages jetzt gemessen? Beziehungsweise wie haben wir es gemacht? Wir haben das wie folgt gemacht. Wir haben alle unsere Likes, ja, also bei Tinder hast du eine bestimmte Anzahl an Likes,
haben wir verbraucht und nachdem du die Likes verbraucht hast, ja, das dauert dann irgendwie 10 oder 12 Stunden, dann kannst du wieder weiterleiten. So, und wir haben dann alle unsere Likes verbraucht und immer wenn die Zeit rum war, dann haben wir wieder geliked ohne Ende, ja. Und wir haben jetzt aber nicht irgendwie willkürlich irgendwelche Geisterbahnen geliked oder nur auf Like, Like, Like gedrückt, sondern wir haben schon ein bisschen geschaut, okay, passt das, ja, könnte das harmonieren. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Und um jetzt ein passendes Ergebnis zu bekommen, messen wir jetzt A, die Matches und B, auch die Nachrichten, die die Person dann am Ende des Tages bekommen hat. Ja, ich bin gespannt, wer gewinnt, arm oder reich, ja, also in Anführungsstrichen, weil der Student hat natürlich nicht ganz so viel Geld wie ein junger Unternehmer, ja, der einen Porsche fährt, also deshalb arm versus reich. Ich bin tatsächlich gespannt und ich fasse jetzt mal kurz nochmal zusammen. Also, liebe Tinder-Gemeinde, wer ist euer Herzblatt? Ist es A, Florian, der mit seinem Bike durch die City cruist und ein absoluter Vollblutstudent ist, der Musik über alles liebt und auch mal gerne mit seinen Freunden feiern geht? Oder ist es Alexander, der Jungunternehmer? Geld spielt keine Rolex, ich fahre mit meinem Porsche am Wochenende von A nach B, zeig, was ich habe und ich kann auch ganz nett sein, kann ein bisschen lachen, mach gerne Städtetrips, aber Junge, ich hau voll auf die Kacke. Also Leute, arm versus reich. Jetzt gucken wir mal, wer gewonnen hat. Fangen wir an mit unserem Studenten Florian. Florian hat all in all 71 Matches bekommen. Super, ja! Ja Leute, 71 Matches. Ich weiß gar nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich würde mal sagen, so durchschnittmäßig, ja, wenn du gerade Tinder draußen benutzt, dann weißt du wahrscheinlich besser als ich, ob das gerade viel oder wenig ist. Also, von Freitag bis Montag 71 Matches. Und zusätzlich noch 8 Nachrichten. Allerdings müssen wir hier jetzt nochmal 2 Nachrichten abziehen, denn es haben mich 2 Mädels erkannt und geschrieben, hey Daniel Korte, yo, was geht? Ich dachte, du bist nicht mehr in Stuttgart. Die müssen wir natürlich auf jeden Fall abziehen an dieser Stelle. Also all in all 71 Matches plus 6 Nachrichten. So, kommen wir jetzt zum Kontrahenten. Kommen wir zu Alexander. Alexander hat in total 82 Matches bekommen. Super, ja! Und zusätzlich noch 9 Nachrichten, von denen wir wieder 2 abziehen müssen, weil auch bei Alexander wurde ich erkannt, also da muss ich auch 2 Nachrichten abziehen, also in total dann noch 7 Nachrichten dazu. Also 82 Matches und 7 Nachrichten zu 71 Matches und 6 Nachrichten. Super, ja! Ja, Leute, ich habe eine Kiste Bier verloren. Scheiße. Leck mich im Arsch! Aber Leute, es war knapp, ja, also der Student hat jetzt nicht haushoch verloren, sondern es war echt fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber am Ende des Tages, ja, hat der junge Unternehmer, unser Pornoprinz Alexander, tatsächlich gewonnen. Man muss dazu noch sagen, dass die Nachrichten, die da geschickt worden sind, also beim Alexander auf jeden Fall ganz klar in die eine Richtung gegangen sind. Also da kommen dann nicht so Nachrichten wie, hey, wie geht's dir oder so, sondern ich will ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber wann können wir uns treffen? So, also das war schon ein bisschen aufdringlicher, hat man schon gemerkt. Aber es war ein sehr, sehr interessantes Experiment. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Und ja, falls ihr nochmal solche Experimente haben wollt oder Dating-Tipps haben wollt oder dass ich auch ein paar andere Themen bespiele auf meinem Channel, ja, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Eine Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe auch in Real Life, ja, mal ein paar Frauen befragt. Ja, habe denen die beiden Profile gezeigt. Und in Real Life, ja, hat sich keine Frau zu dem Pornoprinzen Alexander bekannt. Haben alle gesagt, ja, ja, den Studenten, selbstverständlich, natürlich nur den Studenten. Also ich glaube, wenn man so eine Umfrage machen würde auf der Straße, dann würden alle den Studenten nehmen, ja, aber insgeheim wollen dann eine Großteil doch den Porsche-Typen haben, was man jetzt ja hier auch an dem Experiment gesehen hat. Long story short, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben und teilt das Video gerne mit euren Freunden, teilt das mit euren Tinder-Bekanntschaften, mit wem auch immer, ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Comments hinterlässt. Also, bis demnächst. Sayonara, Tante Clara.